Ich kann flattern wie ein Vogel. Seht euch das nur an. Ich kann hüpfen wie ein Känguru. Seht euch das nur an. Ich bin ein tierisch guter Sportler. Ich hab ne Menge drauf. Ich kann's euch gleich mal zeigen. Kommt, passt mal auf. Ich kann flattern wie ein Vogel. Seht euch das nur an. Ich kann hüpfen wie ein Känguru. Seht euch das nur an. Ich kann watschen wie ein Pinguin. Seht euch das nur an. Ich kann stampfen wie ein dicker Bär. Seht euch das nur an. Hallo, hier ist wieder der Uwe. Und ich wollte dich fragen, bist du eigentlich sportlich? Ich bin ganz schön sportlich. Ich bin sogar tierisch sportlich. Ich kann zum Beispiel so hoch springen wie eine Kuh. Können Kühe nicht hoch springen? Okay, hast du recht. Aber immerhin kann ich so schnell rennen wie eine Schnecke, oder? Wow, das ist langsam, findest du? Ja, hast recht. Schnecken sind eigentlich auch nicht ziemlich schnell, oder? Aber in manchen Dingen sind Tiere ganz schön fit und richtig sportlich. Und manches davon können wir auch. Zum Beispiel, was kann ein Vogel? Gut, fliegen, das können wir nicht. Aber flattern wie ein Vogel kannst du doch, oder? Zeigst du es mal? Die Flügel flattern richtig dolle. Dann gibt's ein Tier aus Australien, das hat hier immer so einen Beutel und steht so da. Genau, ein Känguru. Hüpfst du mal wie ein Känguru? Genau. Dann gibt es ein Tier, das ist einfach nur dick und schwer und hat ein braunes Fell. Meistens. Oh, das ist ein Bär. Stampfst du mal wie ein dicker Bär? Ganz genau. Und dann gibt es ein Tier, das ist wahnsinnig schnell und kommt aus Deutschland. Ja, nein, kein Leopard. Ein Hase. Ja, Hasen sind ganz schön schnell. Rennst du mal auf der Stelle wie ein Hase? Dann gibt es ein Tier, das kann ganz dolle klettern. Okay, das war ein Affe. Klar, hast du euch gleich erkannt. Aber mein Lieblingstier hast du noch nicht gesehen. Weißt du, was mein Lieblingstier ist? Ich zeig's dir mal. In meiner Schatzkiste habe ich's doch drin. Also, was meinst du? Ist das vielleicht mein Lieblingstier? Na, wo ist es denn? Nee, die Kuh ist es nicht. Okay, oder wie wär's damit? Okay, nein, der Affe ist es auch nicht, obwohl das sind tolle Tiere, oder? Aber ich habe ein anderes Lieblingstier. Das zeige ich dir auch. Ob du das wohl kennst? Na, hast du es erkannt? Ein Pinguin. Die Pinguine können auch eine ganze Menge. Die können zwar nicht fliegen, aber die können watschen. Kannst du das auch? Stell dich mal so hin wie ein Pinguin. Und die Flügel sind ganz am Körper dran. Und unten nur die Hände auseinander. Und dann watschen wir mal wie so ein Pinguin, ne? Okay. Wow. Ich bin ein tierisch guter Sportler. Ich hab eine Menge drauf. Ich kann's euch gleich mal zeigen. Kommt, passt mal auf. So heißt das Lied von heute. Und dabei machen wir das tierische Walking. Wisst ihr, was das ist? Also Erwachsene machen manchmal Nordic Walking. Die laufen dann draußen mit so einem Stock in der Hand rum. Jetzt mit zwei Stöcken. Ja. Und dasselbe ohne Stöcke, das heißt bei mir tierisch Walking. Und dabei singe ich, ich bin ein tierisch guter Sportler. Ich hab ne Menge drauf. Ich kann es euch gleich mal zeigen. Kommt, passt mal auf. Kannst du das auch? Ja, kannst du das auch mitsingen, meine ich. Okay, dann versuchen wir es gleich mal. Ich bin ein tierisch guter Sportler. Ich bin ein tierisch guter Sportler. Ich hab ne Menge drauf. Ich kann's euch gleich mal zeigen. Kommt, passt mal auf. Und am Anfang gibt's noch etwas Besonderes, nämlich eine Rakete, kennst du vielleicht, oder so aus dem Fußballstadion. Und dann laufen wir los, okay? Machen wir das mit Musik, dann klappt das gleich viel besser. Bist du bereit? Sportler, ich hab ne Menge drauf. Ich kann's
euch gleich mal zeigen. Komm, passt mal auf, ich kann flattern wie ein Vogel. Seht euch das nur an, ich kann hüpfen wie ein Känguru. Seht euch das nur an, ich bin ein tierisch guter Sportler. Ich hab ne Menge drauf, ich kann's euch gleich mal zeigen. Kommt, passt mal auf, ich kann flattern wie ein Vogel. Seht euch das nur an, ich kann hüpfen wie ein Känguru. Seht euch das nur an, ich kann watschen wie ein Pinguin. Seht euch das nur an, ich kann stampfen wie ein dicker Bär. Seht euch das nur an, ich bin ein tierisch guter Sportler. Ich hab ne Menge drauf, ich kann's euch gleich mal zeigen. Kommt, passt mal auf, ich kann flattern wie ein Vogel. Seht euch das nur an, ich kann hüpfen wie ein Känguru. Seht euch das nur an, ich kann watschen wie ein Pinguin. Seht euch das nur an, ich kann stampfen wie ein dicker Bär. Seht euch das nur an, ich kann rennen wie ein Hase. Seht euch das nur an, ich kann klettern wie ein Affe. Seht euch das nur an, mach mal dein Lieblingstierlachen. Ich bin ein tierisch guter Sportler, ich hab ne Menge drauf. Ich kann's euch gleich mal zeigen, komm, passt mal auf. Ich bin ein tierisch guter Sportler, ich hab ne Menge drauf. Ich kann's euch gleich mal zeigen, komm, passt mal auf. Ich kann's euch gleich mal zeigen, komm, passt mal auf. Das hat Spaß gemacht. Hast du auch mitgemacht? Das ist super. Jetzt muss ich mich aber, glaube ich, ein bisschen ausruhen, oder? Sport ist ja so anstrengend. Aber toll, dass du mitgemacht hast. Ist ja klar, bist ja ein echtes Wunderkind, oder? Also schön, dass du heute wieder dabei bist und dabei warst. Mach's gut. Tschüss.